Ja, wir können jedenfalls feststellen, dass bei dieser Weltmeisterschaft, zwei Spiele kommen noch, viele wunderbare Freundschaften entstanden sind. Zum Beispiel gab es ein geradezu berührendes Interview zwischen Per Mertesacker und dem Kollegen Boris Büchler. Was wollen Sie? Nochmal als Schlüsselsatz. Und ja, die beiden sprechen jetzt mal wieder miteinander. Per Mertesacker, zunächst einmal Glückwunsch und Gratulation zu dieser rauschenden Ballnacht. Was macht dieses Ergebnis und dieses Erlebnis so besonders? Ja, damit hatte wohl auch die kühnsten Experten, glaube ich, nicht mit gerechnet. Und selbst von der Bank aus hat sich sehr gut angeschaut und wir waren irgendwie im Rausch. Es konnte auch keiner wirklich auf der Bank erklären. Es konnte auch in der Halbzeit war es komisch. Dann kommt man noch rein in so ein Spiel. War auch nicht so einfach, aber irgendwie hat heute vieles gut gepasst und das müssen wir einfach so stehen lassen und trotzdem wieder schnell abhaken. Sie blicken jetzt nach Rio. Was könnte da ausschlaggebend sein, dass Sie vielleicht einen Tag mehr Zeit haben zum Regenerieren? Wichtig wird, das Ergebnis schnell abzuhaken. Das wird das Wichtigste sein, weil ich glaube, jetzt wird man schnell als Favorit abgestempelt. Ich glaube, wir müssen uns alles wieder hart erarbeiten. Und wenn jeder 5% weniger macht, was durchaus passieren könnte nach dem heutigen Ergebnis, dann wird es schwierig. Also ich glaube, wichtig wird sein, schnell zu regenerieren und sich schnell zu fokussieren auf ein Finale, was noch keiner von uns gespielt hat, bis auf Miroslav Klose, glaube ich. Deswegen, wird total spannend. Wird spannend und ich wünsche Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank. Danke, mein Lieber. Super. Danke, mein Lieber, siehste, es geht doch, die beiden.